Die Kinder der DRK-Kita Kinderland haben den Weihnachtsmann mit ihrem Programm schon angekündigt. Und dann kam er tatsächlich und brachte Geschenke mit. 283 Kinder, die sonst an Weihnachten vielleicht keinen üppig gedeckten Gabentisch haben, wurden vom Weihnachtsmann bedacht. Die Geschenke kamen von den Einwohnern Schwerins, die in den letzten Wochen einen Wunsch vom Wunschbaum des DRK Schwerin im Schlossparkcenter erfüllt haben. Die Kinder konnten sich so genau über das Geschenk freuen, das sie sich gewünscht hatten. Also Puppen waren diesmal ganz viele Kuscheltiere, Bücher waren sehr viele Wünsche dabei, Musik-CDs, Hörgeschichten, aber auch kreative Sachen wie Bausteine, Autos, Feuerwehren, alles was dazu gehört, also nichts Kompliziertes. Die Wunschbaumaktion wurde nun bereits zum 8. Mal durchgeführt. So groß wie in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft der Schweriner noch nie.